Sammelt ihr Beute für euren Drachenbrot? Was? Sehe ich aus wie ein Drache, du Flitzpiepe? Drachen sind im Riesdorf der Tarnung. Was ist denn durch, Christian? Ob ich ein Drache bin? Seid ihr einer? Tut mir leid, das muss ich verneinen. Aber ja, aber ich riecht Primorida. Danke, denke ich. Wenn du kein Drache bist, Rhea, wofür sammelst du dann Material? Für Dekoration oder als Zutaten? Mach dir keinen Stress. Ich werde dir schon nicht das Geschäft absägen. Das Zeug ist zum Handwerken. Oh, wolltet ihr Freundschaftsarmbänder fertigen? Nein, Waffen. Ihr zieht in den Krieg? Aber ich habe euch gerade erst wiedergefunden. Ich gehe nirgendwo hin. Ich kämpfe höchstens für mich selbst. Also bist du eine Schmiede. So sieht's mal aus. Und ich suche nach was, womit ich die nächste Eisenherz-Trophäe abstauben kann. Für mich geht's dafür bis in die neuen Höllen von Ur. Das ist ein weiter Weg. Wünscht ihr, dass ich euch begleite? Das klingt ungeheuer spannend. Ich hoffe sehr, dass du uns die Kreation zeigst, wenn du gewonnen hast. Ich denke drüber nach. Was denkst du über die Situation mit dem Sternkeil? Äußerst faszinierend. Findest du? Oh ja, jetzt wo ich weiß, dass es gar kein Traum war. Die Implikationen sind ja äußerst faszinierend. Gestern sah ich nur Dunkelheit, als ich in die Nacht blickte. Doch dann, als das Nichts kontemplierte, sah ich einen astralen Hasenfisch, der über den leeren Himmel hüpfte. Stimmt, im Hintergrund sind gar keine Sterne zu sehen. Oha. Sein glitzernder kleiner Puschel zog eine Spur aus Licht hinter sich her. Und weitere seiner Art folgten ihm wie ein Rudel, das einen Ruhepunkt vor dem nahenden Sonnenaufgang suchte. Hätte das Licht der Sterne nicht geblendet, dieser Anblick wäre mir vollends entgangen. Und du dachtest immer noch, dass du träumst. Ich dachte, die Sterne versteckten sich lediglich für eine Weile. Das tun wir doch alle ab und zu. Ich frage mich, wie es ihnen auf Gaia wohl gefällt. Ich bin sicher, dass die Atmosphäre ihnen gut ist. Gut möglich. Und wo wir gerade von aufregenden Ereignissen sprechen, konntet ihr bereits den Brief lesen, den ich euch überbrachte? Bisher bin ich leider noch nicht dazu gekommen. Sei es wie es ist, so aufregend. Die natürlichen Wunder unserer Welt überraschen mich immer wieder. Quest vergeben. Nichts an diesem Wunder war irgendwie natürlich. Willkommen zurück, Madame Anwar. Und wer bist du jetzt, dass du Wissen über Wunder mit Löffeln gefressen hast? Ich bin Eleithyra Anwar, Hohepriesterin des Durchbruchs und Auserwählte der Herrin des ewigen Lichtes. Und ich bin hierher zurückgekehrt, um meine Nachforschung über den Sternenfall fortzusetzen. Mein lieber Schonny, wir haben uns eine Protagonistin geangelt. Gastwirtin, es freut mich, dass ihr weitere Informationen
für meine Nachforschungen auftreiben konntet. Eure Hilfe in diesen schwierigen Zeiten wird nicht vergessen werden. Stets zu Diensten. Wieso sind diese Zeiten schwer? Wer versucht sie zu stemmen? Ich und all die guten Leute in Asteria. Die Situation muss schnell geklärt werden. Ein leerer Nachthimmel ist eine ernste Angelegenheit. Der Himmel ist jetzt ständig leer, egal ob es tags oder nachts ist. Nee. Wieso nimmt niemand die Situation nur ernst? Hab anderes, worüber ich grübeln muss. Und wenn der ganze Kuddelmuddel irgendwann aufhört, hat dieser Laberkopf hier keine Monore mehr. Korrekt. Ich finde dies ausgesprochen erfrischend. Irgendwie macht mir das noch mehr Sorgen. Sagt, seid ihr ein Vampir? Was soll damit sonst sein? Das bin ich, in der Tat. Ebenfalls äußerst erfrischend. Seid ihr in irgendeiner Weise mit der Markburg verbunden? Was ist eine Burg? Warum fragst du? Als ich Schutz vor der Katastrophe suchte, fand ich einen jungen Echo, eine sehr düstere Person. Oder besser gesagt, fand ich seine Hände in meinen Taschen, wie sie versuchten, meinen wertvollsten Spurkomponenten zu stehlen. Ich bin jedoch keine nachtragende Person und glaube an zweite Chancen, sehr zu seinem Glück. Und ich glaube auch an ehrliche Bemühungen. Und er war sehr bemüht, nicht noch einmal von mir zu stehlen. Das war wohl klüger. Ist er mit dir gereist? Nein. Wir gingen beide unserer Wege. Ich glaube, nach der Begegnung mit dieser grausamen Vampirin wird er für sich allein sein. Grausam Vampire? Sie muss ja förmlich ausgehungert gewesen sein. Das sind Vampire doch immer. Oh, nicht wenn wir auf eine bewusste Ernährung achten. Wem sagtet ihr doch gleich, dass ihr ihm begegnet seid, Madame Literia Thyria? Einem Windecho wirkte auf mich wie ein Dieb. Ach ja, ein so frischer Nachgeschmack, unwiderstehlich. Und primordiales Blut ist ohnehin ein Genuss. Und wo wir davon sprechen, Gastwirtin? Nein. Ihr stammt aus der urtümlichen See? Nein, mein Blut wäre köstlich, wäre ich willens, es zu teilen. Ich verstehe. Wie steht es um euer Blut, Madame Leltia? Habt ihr den Verstand verloren, eine heilige Maid um ihr Blut zu bitten? Hast doch bestimmt einen Schuh davon. Kann man ja wohl mal fragen. Und mit so viel Bösem in der Welt brauche ich jedes bisschen davon, um meine Stärke zu erhalten. Wäre ich nicht, wer wäre dann noch übrig, diese leidliche Sache zu untersuchen? Von euch jedenfalls scheint sich niemand damit befassen zu wollen. Außerdem würde mein Blut euch von innen heraus verbrennen. Weißt du, ich mag deine
prollige Art ja schon so ein bisschen. Danke. Ich mag deine Ohrringe. Danke. Also, was ist dein Plan, um uns einfache Bürger zu retten? Zuerst einmal werde ich deine Gerüchte sichten. Sie sind ausgesprochen vielseitig. Und das ist gut. Das gibt mir mehrere Möglichkeiten, weiter zu verfahren. Auch wenn es mir lieb wäre, wenn sie etwas organisierter wären. Tut mir leid. Ich werde meine Untersuchung zuerst in Zenith und Timis fortsetzen. Die Zerstörung dort sollte ich genau unter die Lupe nehmen. Vielleicht finden sich in den Ruinen noch einige Hinweise. Sobald ich herausgefunden habe, was los ist, werde ich dem Einhalt gebieten. Die Sterne sind schon runtergekommen, ne? Da kannst du auch nicht viel mehr dran drehen. Dann werde ich eben sicherstellen, dass so etwas nicht noch einmal passieren kann. Vielleicht kann Cassiopeia sogar geheilt werden. Es ist von essentieller Bedeutung für die Ordnung der Welt, dass sie selbst niemals fällt. Du nimmst mir die Worte aus dem Mund. Ich weiß, dass ihr die Lage unter Kontrolle habt, Madame Anwar, aber wie wäre es mit einem Drink, um eure Fähigkeiten für das Abenteuer zu schärfen, das vor euch liegt? Immerhin habt ihr einen langen und beschwerlichen Weg vor euch. Wenn ihr es schon anbietet, dann werde ich es auch annehmen. Ich danke euch. Was darf ich euch bringen? Das hängt davon ab, wie ich vorgehen will. Ich könnte mich auf investigativen Aspekt konzentrieren, mich darauf fokussieren, den Hinweisen gründlich nachzugehen, die Situation analysieren, verborgene Hinweise aufdecken, mit den Bewohnern und Betroffenen der Gegend sprechen. Natürlich müsste ich dabei äußerst strategisch vorgehen, mit einem schlechten oder falschen Ansatz würde das nicht funktionieren. Und ich müsste möglicherweise andere dazu inspirieren, tapfer zu sein und mir zu helfen. Doch andererseits, es ist möglich, dass es zum Kampf kommen wird, mit wem oder was auch immer dahinter diese Sache steckt. Und dann hilft mir alles Wissen nicht weiter. Doch ihr könntet mit ihnen Konversation halten. Das ist doch stets unterhaltsamer. Nicht alle sind mit logischen Argumenten zu erreichen. Und wenn dem so ist, sollte ich mich verteidigen können. Vor allem, wenn so etwas nicht noch einmal passieren sollte. Ich muss mich für das Schlimmste wappnen. Könnt ihr euch ein paar Phoenix-Trees anbieten, was auch immer euch begegnet, mit ein wenig Feuerresistenz müsst ihr zumindest keine brennenden Sterne mehr fürchten. Das klingt sinnig. Also entweder benötige ich eine gute Gewichtung zwischen Intelligenz und Inspiration oder eine perfekte Verteidigung gegen Feuer. Ich bin mir noch nicht sicher, welchen Pfad ich beschreiten sollte. Oh, überlasst diese Wahl doch Gastwirtin. Sie ist ein Quell der guten Ratschläge. Dann will ich dies heute tun. Ich verspreche euch nichts zu enttäuschen. Oh. Infusion Faust, Infusion Brand. War hier nochmal die Infusionsliste. Okay, das ist Infusion Faust. Gibt's selber hier.
Wenn wir Fontaine geben, dass ich zur Not wehren kann. Oder den Sachverstand. Die Verteidigung, das würde wieder. Es würde einen Eisschnee geben. Wobei, müssen wir gucken, was wir. Diese Beere reinpacken. Da haben wir hier schon mal zwei. Okay, Supernova seht das, wäre es dann, glaube ich. Das haben wir auch noch nicht gemixt. Ich meine, Supernova. Das passt super. Das wäre eine gute Sache. Und der friedliche Weg. Das ist, glaube ich, immer die gute Sache. Das würde ich mal so durchziehen, haben wir bisher immer schon so gemacht. Das hat bei Fable schon gut geklappt. Das hat bei den anderen schon sehr gut geklappt. Also, warum nicht? Ich mache mal das hier an. So, dann brauche ich aber hier einmal Verteidigung und nochmal. Brauchen wir aber noch ein bisschen Intelligenz, um das trotzdem hinzukriegen. Jetzt aber der bin ich ja voll. Also brauche ich noch ein bisschen Stärke. Schwierig. Das geht der dann schon mal nicht. Ich muss hier ein bisschen mixen, ja. Das ist ein anderer Mix. Mit viel Intelligenz. Schlägermeister vielleicht. Also der fällt hier. Es fallen ja ein paar Sachen weg, weil es ja eigentlich nicht. Hier haben wir ja schon plus 2. Und wir können es ja nicht negativieren. So, wenn wir jetzt noch ein bisschen Charisma. Schaffen wir das überhaupt? Schlägermeister. Das. Das ist nicht der richtige Ring. Ach was. Tja. Da bin ich mal am Experimentieren. Das sind einfach die mit Schnee machen. Dann wird's der Verteidigung. Das ist ein Eisschnee. Noch ein bisschen. Das andere kriege ich leider nicht umgemixt. Aus irgendeinem Grund.
ist schon, glaube ich. Auch noch ein bisschen hier Charisma. Eisschnee. Es ist schwer zu sagen, was euch dort draußen begegnen kann. Ihr solltet euch für das Schlimmste wappnen. Exakt. Ich glaube an das Gute in den Herzen der Leute. Doch manche sind rettungslos verloren. Ich kann die Kraft in eurem Drink bereits spüren. Die Phönixschnees brennen in meinen Adern. Und ich fühle mich, als könnte ich jeden Treffer überleben, egal von welcher Kreatur. Wie die Schuppen den Drachen, so soll euer Drink mich schützen. Das wird er. Dann werde ich meine Untersuchungen am gefallenen Westtor beginnen. Es ist umgekippt. Es ist explodiert, als ein Stern darauf landete. Seitdem haben sich dort Banditen und weniger menschliche Böses weit gemacht. Vielleicht kann ich diesem Chaos einige Antworten bringen. Viel Erfolg. Sag mal, Fräulein Heilig, sind diese gefallenen Sterne immer noch heiler? Sie sind vom Himmel zu Boden gefallen. Also nein, sie sind nicht heiler. Sind sie pulverisiert worden? Nicht gänzlich, nein. Meinst du, die gefallenen Dinger wären was, womit man was arbeiten könnte? Was genau arbeiten? Ja, es wäre sicherlich äußerst seltenes Material. Brauchst du Hilfe bei dem heiligen Moped? Ich habe ein bisschen Ahnung vom Stein. Und so könnt ihr ein wenig helfen, was aus den Einschlagstellen zu machen. Ich kann nicht behaupten, ein Experte in Geologie zu sein. Gewiss, ich wäre äußerst dankbar für eure Hilfe. Klasse, ich bin dabei. Ich ebenfalls. Kennt ihr euch ebenfalls mit Geologie aus oder möglicherweise Astronomie? Ich bin in Astronomie bewandert. Und es klingt so aufregend, abenteuerlich. Mein Warten auf Freyas Rückkehr hat mich so gelangweilt. Und es klingt, als wäre es eine perfekte Kur für meinen Inui. Ich helfe gern. Das ist sehr freundlich von euch. Ich weiß. Du musst nicht mitkommen, Wester. Oh, und ob ich das muss? Stellt euch nur vor, dass die Sterne erneut herabstürzen. Was, wenn euch einer trifft? Ich muss in eurer Nähe bleiben, um ihn abzufangen. Ich glaube nicht, dass... Die Sterne sind schon runter, Kai. Das ist Schicht im Schacht. Was ist denn in der untümlichen See? Was, wenn sie ihre Ufer tritt und ihre gespiegelten Sterne uns zu ertrinken drohen? Ich glaube nicht, dass das passieren könnte. Dieses Risiko werde ich nicht eingehen. Ich werde mit euch gehen und natürlich mit euch, Madame Anaitia. Na toff, das Ding. Wunderbar, euer Enthusiasmus verleiht mir neuen Mut. Brechen wir auf. Ich danke euch für eure Hilfe, Gastwirtin. Wenn ich wiederkomme, bringe ich euch Neuigkeiten und vielleicht sogar ein neues Firmament. Ich freue mich darauf, von euren Heldentaten zu hören. Aber Moment, kann mir vielleicht jemand einen von diesen Sternsplittern mitbringen? Das könnte gut in einem Drink. Dann halt nicht. Wünsche mir Glück.
Viel Glück. Ich hoffe, du findest gutes Material. Ich auch, Kumpel. Ich auch. Da sind sie weg.